Ja, und damit heiße ich euch willkommen zu einem etwas anderen Video. Man sieht es schon, wir sind hier gerade im Dovetail Live Forum. Und ich möchte euch heute ein kleines Projekt vorstellen von einem niederländischen User, der nämlich die Euregiobahn, die RB64, für Trains in World 4 macht. Hat eigentlich nur den Hintergrund, weil ich ja hier in der Nähe von Gronau bin und Epe hat die Strecke natürlich jetzt sofort die Öhrchen bei mir gespitzt einfach, als ich das gehört habe. Und wir wollen uns dann einmal kurz so anschauen, was bis jetzt tatsächlich so passiert ist. Ich habe euch das mal auf Deutsch übersetzt, weil ich weiß halt, dass viele auch kein Englisch können und naja, es ist halt eigentlich mit Google Übersetzer übersetzt und man weiß vielleicht, dass Google Übersetzer jetzt nicht so der beste ist, wenn man das macht, aber ich sag mal, wenn wir uns hier was durchlesen, wird es vielleicht auch etwas lustig. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal das erste Bild. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ich entschuldige mich auch einmal, dass der Bildschirm etwas, wie müsste er sein, kleiner gezogen ist, weil ich hier oben halt noch die Lesezeichen habe und unten noch ein bisschen was offen habe, was, dass das halt auch nicht so im Weg ist, ist das Bild etwas kleiner gezogen einfach. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal, was wir sehen können, ein Stückchenabschnitt. Hier da oben geht's, der Mauszeiger müsste ja, glaube ich, zu sehen sein. Eigentlich habe ich so eingestellt. Sieht man oben links Gronau in Deutschland noch und nach Enschede in den Niederlanden. Geht über Burgsteinfurt, Grottenkamp, Borghaus, Nordwalder Altenberge, Münsterheger, Münsterzentrum Nord und Münster Hauptbahnhof. Ja. Die Strecke verläuft nämlich seit 2001 wieder, muss man dazu sagen, in die Niederlande. Wurde 81 stillgelegt damals. Und seit 2001 gibt es dann halt wieder die Verbindung in die Niederlande, wo das Ergebnis sogar besser ist als damals gedacht. Das ist auf jeden Fall noch der Anfang von der Strecke, was da bis jetzt so passiert ist. Hier ist auf jeden Fall nochmal, dass er ein kleines Problem hatte mit Kilometer und Meilen, meine ich, war das hier. Nochmal, ich habe es mir einmal durchgelesen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, wir haben es auf Deutsch gestellt. Es kann sein, dass es hier etwas lustig werden kann. Ja, man sieht es schon, ne? Ruhig hier. Man sieht es halt schon. So, hier haben wir dann den D-Zero, der ja leider nicht auf dieser Linie verkehrt. Das ist ja der Talent von Bombardier, der das macht. Aber man sieht auf jeden Fall schon Enschede NL. Ne, für die Niederlande auf jeden Fall. Wunderbar. Also finde ich echt gut, dass es überhaupt möglich ist. Test on holländischen Teil, ja. Okay, Gronau-Enschede ist verbunden. Ja, so sieht das auch aus in echt. Das ist wirklich schön, wenn du das Luftbild siehst. Hier ist dann Enschede, hier ist Gronau. Also hier, man müsste ja den Mauspfeil sehen. Mauscursor, hier ungefähr ist die Eschmarke. Das ist kurz vor der Kurve dann. Ich weiß gar nicht. Boah, ich würde jetzt sagen, hier ungefähr liegt Glanerbrook. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also Führerstandsmitfahrten gibt es auch von Enschede nach Gronau. Aber ich meine, das müsste so gewesen sein. Es gibt auch tatsächlich schon eine erste Führerstandsmitfahrt hiervon in TSW. Wirklich die Anfänge. Ja, und das Bild ist natürlich für mich das Highlight. Wir haben hier halt die niederländischen Teil Enschede, der Eschmarke, Glanerbrook, Gronau und Gronau-Urenco. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt. Ich glaube eher, auf jeden Fall. Wenn ich das jetzt aufnehme, ja, dann käme es am nächsten Tag. Es kommt noch ein Video zu einem Uranzug. Ja, so viel sage ich schon mal. Das ist das nächste Video, was kommt. Und das ist jetzt natürlich schön, dass man dann hier auch tatsächlich die Anbindung zum Uranwerk hat.
Also ich finde das echt wunderbar, dass es das gibt. Das, dann kann man wirklich, wenn die Ludmilla dann da ist, wenn die 218 da ist, dann kann man wirklich die Uranzüge auch fahren. Weil die wurden damals in Gronau, wurden die rausgezogen, zum Bahnhof gebracht und dann sind die Loks einmal rumgefahren und haben dann die Züge meist Richtung Münster befördert. Wo es dann weiterging, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo die hinkamen. Ich weiß, in Lingen an der Ems, meine ich, war das noch, dass sie da hingefahren wurden, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Es kann natürlich sein, wenn die nach Münster fahren. Naja, auf jeden Fall gehen wir erstmal weiter. Ja, hier auch schön. Prüfung Burg Steinfurt. Ja, RB64 Enschede, also das ist wirklich, wenn ich das lese, das ist echt schön. Dann natürlich, was auch für ihn ein Erfolg ist, dann, dass die Strecke verbunden ist jetzt komplett. Finde ich echt richtig, richtig, richtig cool. Hier ist dann nochmal, meine ich, der Bahnhof von Münster wird das dann sein. Gehe ich mal von aus. So, obwohl, ja, doch, das kann sein. Dass das, ja doch, geradeaus wird es dann nach Osnabrück gehen. Das kenne ich tatsächlich dann aus dem Train Simulator noch. Ja, oder wenn man lesen kann, ist fast fertig. Ein bisschen Signale und sowas ist dann auch noch. Ja, hier gab es noch irgendwas mit der 185, dass es keine niederländische Lok ist. Hier hat er mich natürlich sowas von gepackt, einfach weil der Fahrplan von der RB64 ist und der Fahrplan von der RB51. Plus die Ankündigung, dass die RB51 noch kommt. Soweit ich das hier rauslesen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wo stand das? Hier müsste das eigentlich stehen. Coming soon stand da eigentlich. Weiß ich jetzt nicht. Steht hier, ich glaube, hier steht das gar nicht. Oder habe ich das überlesen? Auf jeden Fall auch sehr schön noch. Ich wusste das wirklich nicht, weil ich die RB51 schon, das letzte Mal wirklich von Dortmund ausgefahren ist schon sehr, sehr lange her. Ich wusste wirklich nicht, dass in Borg, in Selm und Lüdinghausen noch die Formsignale stehen. Bietet sich natürlich jetzt an. Ich bin eigentlich immer von Dorsten aus nach Coesfeld und dann von Coesfeld aus immer nach Epe gefahren. Deswegen, also wenn der Bahnhof Epe nicht schön wird, ne? Nein, so schlimm wird es jetzt wahrscheinlich nicht sein. Aber es ist wirklich schon schön, wo wir da auch bei der Sache sind. Es gab auch die Ankündigung von der Emschertalbahn, also wirklich meine Heimatlinie, die direkt vor der Tür in Gelsenkirchen war. Ja, habe ich leider auch im Racing-Forum gepostet und ja, habe den Beitrag aber nicht gesehen, dass das wieder gecancelt wurde. Leider, weil da war ich noch auf einem Stand, da war das noch nicht feststehend. Das ist dann jetzt natürlich traurig, aber wenn man sich so überlegt, also wer die Emschertalbahn kennt, einfach nachzubauen ist die halt auch wirklich nicht. Also es tut mir leid, aber wenn es vielleicht daran liegt, dass die auch zu schwer ist zum Nachbauen für denjenigen, ist halt alles gut. Es ist verständlich, wenn man es kennt, aber wir wollen da jetzt auch nichts irgendwie noch schlechter reden. Ja, ein kleines Video gibt es tatsächlich hier noch von ihm. Ich weiß nicht, wir können uns das einmal ganz kurz anschauen. Ich weiß nicht, weil ich das Bild verkleinert habe, muss ich jetzt gucken, wo es ungefähr ist. Wir wollen nämlich ein bisschen weiter zum, ich weiß nicht, ist das ungefähr, ja, hier ist es nämlich. Das hier ist das Gleis zu, okay, Werbung taucht auch auf, supi, das Gleis zum Urenco-Werk. Deswegen sehr, 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 sehr schön und ich freue mich da richtig drauf. Dann weiß ich nicht, wie weit wir hier sind, da ist das Einfahrsignal von Gronau. Ah, ich will noch ein bisschen vorspulen. Ja, so ist das okay. Mit dem Einfahrsignal von Gronau. Hier ist es dann nämlich, hier links, was man hier sehen kann, ist dann die RB51. Wir nennen uns langsam der Lager in Gronau.
Also wirklich dafür, dass nur die Gleise liegen und die Bahnsteige erstmal da sind, ist das sehr, 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 sehr cool. Also ich freue mich da richtig drauf, wenn die wirklich veröffentlicht wird, dann auch hoffentlich. Ich glaube, ab hier ungefähr ist die Brücke von der Lager, die dann einmal so über die Straße geht. Hier ungefähr müsste die Brücke sein, die die Dinkel verbindet, weil die ist hinter der Weiche. Muss das hier sein? Hier ungefähr, man sieht ja meinen Mauscursor. Hier ungefähr ist die Brücke dieser... Ja, obwohl, ist der hier? Nee, 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 der ist noch weiter, ne? Diese Unterführung. Ungefähr ab hier. Ja, ist das ab hier so oder noch ein bisschen weiter? Hier war der Bahn... Ungefähr ab hier so ist die Unterführung, dass man zu dem Bahnsteig kann. Davor war es noch bis 2009 ein Bahnübergang. Ja, und auch wenn es jetzt nicht allzu klasse aussieht, weil halt nur die Gleise... Es ist wirklich nur Gleise und Bahnsteige verlegt. Ja, es kommt Gronau sehr, 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 sehr ähnlich. Ich freue mich da wirklich, wenn da was kommt. Gehen wir mal wieder weg. Das ist eigentlich so das, was ich zeigen wollte, wo ich wirklich einfach unfassbar froh bin, weil ich mir die Strecke damals schon für Transim World 1 gewünscht habe. Halt, weil, wenn man noch die RB51 dazu nimmt, wäre das halt wirklich... Also dann werde ich, glaube ich, keine andere Strecke mehr fahren. Man sieht es auch hier schon, wirklich fantastisch selbst gefahren. Ich kenne das halt, es ist wirklich... Ist schon was Schönes, ja. Und dann kommen wir halt hier eigentlich schon so Richtung Ende, weil da mehr kam da jetzt leider auch nicht. Ja, man könnte jetzt noch hier einmal ansprechen. Das Bild ist noch, weiß ich nicht, wie alt. Es wurde angeblich 2019, habe ich das mal runtergezogen. Das ist aber 2019 auf den Rechner. Also es ist eigentlich schon älter. Ich meine, das war noch, wo die Prignitzer gefahren ist. Deswegen kenne ich halt die RB51 auch. Und weil es halt jetzt Wohnort ist und, naja, Familie halt auch. Na, also es ist, also es wäre angebracht, wenn wirklich die RB51 dann kommt, die RB63 noch zu machen, weil du hast dann die Baumbergebahn direkt. Das würde sich anbieten, finde ich, wenn das noch geht. Ich meine, das wäre jetzt sehr, 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 sehr viel verlangt, aber ganz ehrlich, wenn du die RB64 schon hast und die RB51, das ist, wow. Also wenn es wirklich so aufgebaut ist, das ist echt cool. Dann haben wir ja natürlich noch, ja, eigentlich sonst so gar nichts mehr. Es war eigentlich wirklich hier erstmal das. Ja, Problem ist auch, welches Fahrzeugmaterial. Wir haben jetzt hier halt den, die Zero. In dem Video übrigens zu sehen ist, sind, ist eine Dreifachtraktion. Das liegt darin, dass ein Teil mit bis nach Steinfurt-Burgsteinfurt fährt, nicht nach Borghorst. Dort getrennt wird und dann fahren die anderen beiden nach Gronau weiter. Kann man mit dem Desiro leider nicht machen. Es gibt hier, das sieht man dann auch im Video, da ist ein Problem mit der Kupplung, also er lässt sich nicht abkuppeln. Deswegen haben wir zum Beispiel hier den ÖBB-Talent. Da, weiß ich nicht, kann ich vielleicht auch mal so einmal machen. Ich habe nämlich wieder angefangen dadurch, die Repaints zu erstellen. So ein bisschen. Also weitere zu machen. Das von der DB habe ich ein bisschen verändert, dass das ein bisschen schöner aussieht. Hier sehen wir zum Beispiel, da steht oben drauf VT644 Münsterland. Das ist eigentlich der Hintergrund, dass die 644er tatsächlich auch im Münsterland verkehren. Seit, weiß ich nicht, 2017, glaube ich. Was ich weiß. Und die wurden, aus meiner Sicht, also persönlichen Sicht, total scheiße ummodernisiert, um mehr Fahrgastkomfort zu bilden, weil einfach Türen entfernt wurden. Also der 644 ist eigentlich der Talent mit einer zweiten Tür hier drin, noch im Triebkopf. Und ich hätte eigentlich aus meiner persönlichen Sicht die letzte Tür immer weggenommen oder vielleicht die obere Tür auch. Ich weiß es nicht, es kommt darauf an, wie das mit der Fahrgastaufteilung ist. Ich meine, eine erste Klasse gibt es nicht. Und dann wurde im Mittelteil noch einmal so eine Seite von der Tür entfernt. Deswegen habe ich das einmal so gemacht und gescreenshottet, dass es wirklich wie im Originalen ist. Dann natürlich noch von 2001 an Hallo Münster Dach Enschede. Wie es ja damals hieß, das ist noch eine etwas neuere Lackierung. Das ist die ältere Lackierung noch.
als das wirklich war. Da gibt es auch noch die neue Verbindung und Dortmund, Enschede und sowas alles. Ja, das ist dann nochmal, woran ich hier so, hier oben nochmal 2001 hingeschrieben, woran ich da so aktuell arbeite. Aktuell ist auch noch, da steht auch im Forum, an diesen Stundentakt. Das waren damals diese Coesfeld-Münster, die hatten dann irgendwie so im Stundentakt, wie die fahren, hatten die das seitlich. Das ist ja das Nächste, was ich machen möchte. Ja, Fazit dazu ist halt, Fahrplan RB 51 und 64 wäre wunderbar, wenn diese Strecke wirklich irgendwann mal released wird, wenn das wirklich auch funktioniert, wenn der liebe User, ich traue mich nicht den Namen auszusprechen, weil das halt niederländisch ist, ich habe Angst, dass ich da was falsch ausspreche, deswegen es wäre wunderbar, wenn er das wirklich machen würde. Die Frage ist nur, wie das später abläuft, so, weil ich sage jetzt mal Freeware-Strecken oder überhaupt Payware-Strecken, wie die später mal auf den Markt kommen, weil ich glaube, Daftel Games hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Ich weiß es aber nicht. Wenn ihr was wisst, schreibt es ruhig in die Kommentare, ist ja auch egal. Ja, ich sag mal, zwei schöne Sachen, als ich es gelesen habe, Emschertalbahn. Dann allerdings schade, dass die wieder eingestellt wurde, weil es halt direkt vor der Haustür ist. Wäre schön gewesen von nach Dorsten zu fahren, dann von Gelsenkirchen aus und dann nach von Dorsten nach Coesfeld und dann von Coesfeld aus dann nach Epo und Kronau hin. Ja, auf jeden Fall, so wie es aussieht, es sind nur die Gleise wunderbar. Fahrplan, alles schon vorbereitet. Echt super. Ich freue mich schon auf die Umgebung. Am schönsten ist es halt, dass dieser Gleisanschluss für Orenco ist. Auch noch, dass man da vielleicht auch drauf fahren kann. Vielleicht dann auch wirklich, wie das Video, was dann noch kommen wird, der Oranzug. Dann, also es ist wirklich eine tolle Strecke. Ich finde es auch schade, dass Daftel Games diese Strecke nie so wirklich auf dem Schirm hatte bis jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie die noch auf dem Schirm, weil das ja eher so eine nicht bekannte Linie ist sogar. Meines Wissens nach. Ja, auf jeden Fall RB64, echt schön. Dann am besten noch ein Dieseltalent, wenn das alles so zum Mond geht. Mein richtiges Highlight wäre noch, wenn wir in die Vergangenheit reisen und ein VT624 da reinpappen. Oder halt auch Quadratschädel genannt, man kennt ihn vielleicht noch. Ja, das wäre jetzt halt wirklich nochmal, wer den machen würde, dann weiß ich nicht, wäre ich wirklich zufrieden bis zum Gehtnichtmehr. Nein, aber jetzt mal genug von der Tagträumerei. Es ist wirklich wunderbar, was bis jetzt hier geleistet wird im Creators Club, nicht im Creators Club, im PC-Editor. Und ich freue mich dann echt schon drauf auf mehr. Und wenn ihr von dieser Linie auch noch mehr sehen wollt, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich euch da immer auf den neuesten Stand bringen. Und ja, das war's dann, glaube ich, auch erstmal für dieses Video. Ich meine, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Ich habe alles gesagt, erzählt, wie auch immer. Gezeigt auch. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like, ein Abo oder auch einen Kommentar da. Würde mir und dem Kanal auf jeden Fall helfen, um das einzuordnen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Darum geht es halt immer. Ansonsten, ja, eine Ankündigung wäre jetzt halt noch, ich habe einen Beitrag veröffentlicht von Trendspot Fever, ob wir da vielleicht auch eine Karte mal machen sollen, eine random generierte Karte, eine Karte aus dem Kreis Borken oder ob ich auch dazu nichts machen soll. Das ist natürlich noch, ich lasse das ungefähr eine Woche drin und dann entscheide ich das. Ob ich das, also dann werte ich das viel mehr aus und dann gucke ich halt, wann ich es kann, ob ich es machen muss überhaupt auch. Wie gesagt, könnt ihr gerne mitmachen, ist bei mir auf dem Kanal unter den Beiträgen drin. Nur wenn ihr euch das irgendwie interessiert. So, auf jeden Fall, ne? Sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, gute Fahrt und ciao.